geht denn der jetzt hier unten rum? Leute, ein herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf Alles Alex. Ich muss das wieder mit offenen Augen machen, weil wir sind am Fahren, wie ihr merkt. Ja, ich fahre gerade in das größere Städtchen hier, also zu dem, wo mein Ort auch gehört, weil ich muss zum Rathaus und mir ein Führungszeugnis holen. Wieso, weshalb, warum, werde ich euch noch verraten, aber wahrscheinlich erst so circa in, ja, sagen wir mal 4 bis 6 Wochen. Weil da ist dann alles in trockenen Tüchern, da kann ich dann auch drüber reden und weiß, okay, alles klar, es ist sicher, safe, weil ich möchte jetzt keine großen Ankündigungen machen und dann kommt's doch nicht, ihr wisst ja, ist ja manchmal bei mir so, ne? Ja, und da fahren wir jetzt kurz hin und wir haben aktuell 12.42 Uhr, um 13 Uhr macht's Rathaus zu, ich brauche so circa 15 Minuten dahin, jetzt vielleicht noch 10, ja, 7 bis 10 Minuten, ich weiß auch nicht genau. Und ja, dann würde ich sagen, ich melde mich da nochmal. Angekommen, da drüben ist gleich das wunderschöne Rathaus von hier. Ich sollte eigentlich vorher noch zur Bank, weil ich habe nicht genügend Geld dabei, um das gleich zu bezahlen. Aber die machen in 10 Minuten zu, deswegen dachte ich, nee, komm, ich gehe erst kurz rein, sag, was ich brauche. Und dann sage ich, huch, ich muss noch zur Bank. Ich dachte, ich hätte genügend Geld dabei. Ja, so auf Trick 17, wisst ihr, Manipulation, dies, das. Gut, dann besorgen wir mal das Führungszeugnis und dann kann es weitergehen. Trick 17 hat wunderbar funktioniert. So, sie macht jetzt alles fertig. Ich habe gesagt, ja, muss noch schnell zur Bank. Sie hat dann auch gesagt, ja, tut mir leid, man kann erst ab 15 Euro mit EC-Karte zahlen. Das kostet, glaube ich, 13 Euro oder so, das Ding. Ja. So, dann gehen wir mal hier rüber. Der hält aber auch mitten auf dem Zebrastreifen. Ja gut, habe ich gesagt. Ja gut, das habe ich. Also, schnell zur Bank, damit, weil sie hat gesagt, ich bin noch bis 13 Uhr dran. So nach dem Motto, wenn sie 13.01 Uhr kommt, Pech. Oh nein, Batteriekarte fast leer, nein, damn. Ich habe noch alles rechtzeitig geschafft, war bei der Bank, habe mein Zeug geholt. Die haben gesagt, 1 bis 2 Wochen dauert es, bis sie es mir zuschicken. Dann für das, was ich brauche, habe ich ja gesagt, ja gut, das kann ich auch nachreichen, das ist kein Thema, aber solange ich den Nachweis habe, dass ich es überhaupt beantragt habe, ist alles cool. Und ja, jetzt erster Step des Tages wäre erledigt, ich fahre jetzt wieder heim und ja, dann ist heute Nachmittag nochmal was, aber dazu später mehr. Morgen! So, wir kommen zu einer weiteren Challenge, die mir gestellt wurde. Und zwar habe ich doch mal in einem Vlog Luftballons aufgeblasen und dann kam in den Kommentaren der Vorschlag, hey, mach's doch so, puste die Luftballons so auf, bis sie platzen. Und der Herr neben mir hat die Idee gehabt, hey, lass doch noch ein bisschen was drumherum machen. Wir spielen jetzt nämlich Luftballon-Roulette. Wir haben hier so eine geile Konstruktion. Ich weiß nicht genau, was es ist. Vom Gartenschlauch. So eine Abdichtung vom Gartenschlauch, ja. Und da stülpt mir jetzt diesen wunderbaren Luftballon drüber. Weil da kann man besser die Luft reinblasen. Wir können natürlich auch gleich übertreiben, dass wenn der nächste pustet, dass es dann direkt platzt. Aber wir sind natürlich keine Arschlöcher, ne? Und ja, herzlich willkommen zu Luftballon Roulette. Mach halt das Loch direkt zu. So. Also es geht halt immer ein bisschen was raus, weil, ja. Oh. Oh. Geht denn der jetzt hier unten rum? Okay, Runde 1 verloren. Übernimm das Ding. Ja, aber guck mal, da ist jetzt schon voll viel wieder rausgegangen. Boah. Da kommt irgendwo Luft raus. Ja, unten. Egal, ich halte einfach, blase einfach. Ja, okay, Leute, das funktioniert doch nicht, wie wir uns vorgestellt haben. Ja. Ich mach's jetzt einfach, bis er platzt. Okay, halt. Aber wieso platzt denn der nicht? Das sind halt, keine Ahnung, Master-Luftballons, die nicht kaputt gehen. Ich weiß, wie der platzt. Wie? Hol mal dein Feuerzeug. So, Luftballon zum Platzen gebracht. Zwar nicht durchs Aufpusten, aber hey, wir haben was für den Vlog. Morgen. So, bye, zu bye, mal wieder. Ungesund essen. Easter.
So, wir hatten ein klein wenig Hunger. Ich habe auch gefragt, ob ich die Theke noch mitessen darf, aber durfte ich leider nicht. Schade. Wir waren lecker Mampfe. Also ich habe nicht alles geschafft, ich habe ein ganzes geschafft, aber das andere kann ich mir dann noch für heute Abend aufheben. Das ist geil. Ja, gut, jetzt geht's wieder Richtung Back to the House. Dann treffe ich mich noch mit Tim und Jin. Und ja, vielleicht ist die Kamera dabei, vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Morgen! So, ich habe mich mit dem Timotchen getroffen, habe dort jetzt nicht gefilmt. Der hatte nicht so wirklich Bock auf Vlog. Habe ich gesagt, ja klar, kein Thema, Digi. Ja, ich fahre jetzt gerade wieder nach Hause. Und dann, ich wollte eigentlich heute Abend noch ins Kino gehen, in den neuen Star Wars Film, aber ich finde niemand, der mit will. Ich habe Ridwan schon gefragt, der hat aber gesagt, nee, nicht so. Dann habe ich Chiara gefragt, die hat gemeint, eigentlich schon, aber keine Zeit. Und ihr Freund will mit ihr da auch rein. Und da will ich mich natürlich nicht zwischendrängen, klar. Ja, und sonst, wen könnte ich noch fragen? Ich weiß es nicht. Niemand will ins Kino mit dem Alex. Und allein will ich irgendwie auch nicht. Das ist irgendwie, nee, nicht so geil. Bock nicht. Ja, ich bin jetzt gleich daheim und dann melde ich mich da nochmal. Morgen. Da seht ihr sie schon. Chiara ist noch vorbeigekommen, um Hallo zu sagen, eine zu dampfe. Ja, haben ein bisschen Quatsch, gell? Das Übliche halt, was man so tut. Ja, sie geht jetzt gleich. Gott sei Dank, gar kein Bock mehr. Ach so, ich gehe gleich. Ich will ins Kino. Ja, weil sie hat ja gesagt, nö, ich gehe nicht mit. Ich bin ein Model. Nee, war doch nur ein Spaß, Digga. Ist klar. Okay. Ja, also wir quatschen jetzt noch ein bisschen und ja, bis später. Jetzt habe ich gerade eine Videoaufnahme gemacht und lese auf einmal, als ich gerade beenden wollte, Speicherkartenfehler. Jetzt hat er das Ganze nicht aufgenommen. Madame hat gerade etwas gejault, das habe ich unten im Zimmer gehört. Dann bin ich hochgekommen, gefragt, hey, was ist los? Aber sie muss wahrscheinlich nur kurz raus pinkeln oder so. Ne? Ich hole mal kurz meine Schuhe und dann gehen wir kurz zusammen in den Garten. So, der Hund oder Maya rennt gerade irgendwo da hinten rum, keine Ahnung. Aber sie ist ab durch die Mitte gerade raus. War wohl doch sehr dringend, ja. Ich habe gerade auch meine Mutter gefragt, warum sie nicht rausgelassen hat. Es ist auch manchmal so, sie steht vor dem Schrank hier, wo unsere Teller und so drin sind und will ein Leckerli und jault deswegen. Ja, gut. Kann passieren. Aber es hat sich halt voll nah angehört, das Jaulen. Und das macht sie normalerweise nur, wenn sie bei mir unten vor der Tür steht und sagt, ja, muss aufs Klo, komm nose, lass mir nose. Deswegen, und das war sehr, sehr nah, aber sie stand oben. Ganz komisch. Aber vielleicht war es dann etwas lauter. Naja, keine Ahnung. Gut, Freunde, ich beende den Vlog an der Stelle und sage natürlich wie immer, wenn er euch gefallen hat, ihr wisst, positive Bewertung. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem anderen Videos wiedersehen. Bis dahin, haut rein. Puh.